In dieser Lektion schauen wir uns zwei Beispiele computerlinguistischer Werkzeuge an, mit denen man beliebige Texte online verarbeiten kann. Eine automatische Namenserkennung und ein statistisches Textanalyse-Tool. Wir beginnen auf der Plattform GateCloud. GateCloud bietet Online-Zugang zu verschiedenen freien und kostenpflichtigen Textanalyse-Tools, die auf der Open Software Gate basieren. Aktuell werden 95 verschiedene Services angeboten, die unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Verarbeitungsschritte abdecken. Wir interessieren uns für Werkzeuge für das Deutsche. Hier werden 7 verschiedene Tools angeboten, darunter 3 Tools für die automatische Namenserkennung, Named Entity Recognition. Wir wählen das allgemeine Named Entity Recognition Tool Spacy. Durch Klick auf das Tool gelangen wir zum Interface des Services. Spacy erlaubt uns bis zu 1200 freie Anfragen pro Tag. Um die Namenserkennung durchzuführen, kopieren wir einen beliebigen Text in das Analysefenster. Wir betrachten eine Seite aus der Tageszeitung Tiroler Grenzbote aus dem Jahre 1923. Wir fügen den Text in das Analysefenster ein und starten die Analyse-Pipeline. Innerhalb weniger Sekunden wird uns das Ergebnis der automatischen Verarbeitung präsentiert. Im Text sind jetzt die automatisch erkannten Eigennamen farblich markiert. Es wird unterschieden zwischen Personennamen in hellblau, Ortsnamen in hellrosa und Organisationsnamen in braun. Ein kurzer Blick in die Ergebnisse zeigt, dass einige Namen korrekt erkannt werden, während andere automatisch erkannten Namen fehlerhaft sind. Dies liegt zum einen an der Performance des Tools. In der automatischen Verarbeitung werden niemals 100% perfekte Ergebnisse erzielt. Zum anderen hängt die Qualität der Ergebnisse aber auch von der ausgehenden Textqualität ab. Da die Texte automatisch digitalisiert wurden, finden sich Fehler, die sich auch in den automatisch erkannten Namen wiederfinden. Zum Beispiel sehen wir hier einige falsch erkannte Buchstaben oder auch falsch erkannte gesamte Wörter. Gehen wir zurück zum Ausgangstext, können wir die fehlerhaft erkannten Wörter genau identifizieren. Um das Analyseergebnis zu verbessern, haben wir manuell eine korrigierte Kopie des Textes erstellt. Wir gehen zurück zu unserer Analyse von der automatischen Namenserkennung und führen die Analyse mit der korrigierten Version des Textes erneut durch. Ein Blick in das Ergebnis zeigt, dass sich einige der Fehler verbessern konnten. Im direkten Vergleich mit einem Screenshot des ersten Ergebnisses können wir sehen, dass die Korrektur der Begriffe kurzer Nachrichten dazu geführt hat, dass die Wörter nicht mehr fehlerhaft als Namen erkannt werden. Ebenso wird nun nach Korrektur der Personenname Karl Seitz richtig erkannt. Diese Ergebnisse vermitteln einen wichtigen Eindruck davon, welche Faktoren bei der Qualität von automatischen Analyseprozessen eine Rolle spielen.
Wollen wir uns einer inhaltlichen Fragestellung nähern, können wir zudem die angebotenen Filterfunktionen des Tools benutzen. Denken wir an die Analysen zu interessanten Frauenpersönlichkeiten Anfang des 19. Jahrhunderts. Bei einer derartigen Analyse fokalisieren wir insbesondere auf Personennamen. Durch Deaktivierung der Orts- und Organisationsnamen bekommen wir einen klareren Überblick über die enthaltenen Persönlichkeiten. Ein kurzer Blick durch den Text ermöglicht es uns, die Hausgehilfin Marie Schönberger zu identifizieren. Sowie eine Persönlichkeit namens Helene Hirn, die eine Kammersängerin und Theaterschauspielerin war. Das Textanalyse-Tool Voyant ist das zweite Analysewerkzeug, was wir uns gemeinsam anschauen wollen. Voyant ermöglicht statistische Analysen von Texten und deren Visualisierung und eignet sich für unsere Fragestellung zu allgemeinen Lebensgewohnheiten in der Vergangenheit. Zunächst steigen wir in das deutsche Interface der Voyant Tools ein. Der Text, den wir analysieren werden, stammt aus der Tiroler Volkszeitung aus dem Jahre 1920. Auch hier kopieren wir den Text in das Analysefenster und starten den Analyseprozess. Das Ergebnis wird uns in einem Dashboard mit 5 verschiedenen Fenstern und unterschiedlichen Visualisierungsmodalitäten angezeigt. Wir werfen einen genaueren Blick auf das erste, zweite und letzte Analysefenster. Im ersten Fenster werden uns besonders frequente und relevante Begriffe angezeigt. Dabei spiegelt die Schriftgröße der einzelnen Wörter deren Auftretenshäufigkeit im Text wider. Die Anzahl der angezeigten Begriffe lässt sich über einen Slider dynamisch heraufsetzen oder reduzieren. Wir können Begriffe lesen wie Kinder, Fleisch, Betten, Woche, Familie. Alle diese Begriffe erscheinen relevant für die Bearbeitung unserer Fragestellung. Im zweiten Fenster sehen wir den Ausgangstext, den wir zur Analyse eingegeben haben. Die Volltextansicht ermöglicht es uns, auf eventuelle Fehler in dem Ausgangstext aufmerksam zu werden und Aufschlüsse auf deren eventuellen Einfluss auf die Analyseergebnisse zu bekommen. Das fünfte Analysefenster erlaubt uns, Schlüsselbegriffe in ihrem unmittelbaren Textkontext zu betrachten. Wir wählen den Begriff Fleisch als relevantes Schlüsselwort für Alltagsumstände und können folgende Textstellen lesen. Wann haben Sie das letzte Mal Fleisch gegessen? Preise für Brot, Fleisch. Wann haben Sie Fleisch gegessen? Wer kann jetzt daran denken, Fleisch zu kaufen? Alle diese Textstellen geben einen ersten Eindruck der damaligen Ernährungssituation, die von Knappheit und Fleischmangel gekennzeichnet zu sein schien. Ebenso können wir uns andere Begriffe anschauen. Zum Beispiel den Begriff Kinder. Hier finden wir folgende Textstellen. 3 von 7 Kindern. Aus Mann, Frau und 5 Kindern. Wohnt eine Frau mit 4 Kindern. Eine Witwe mit 5 Kindern. Alle diese Textstellen weisen auf kinderreiche Familien hin. Diese kurze Beispielanalyse soll verdeutlichen, wie ein Analysewerkzeug wie Voyant Tools eingesetzt werden kann,
um erste Eindrücke für einen Forschungsprozess zu bekommen. Anhand von den ersten Eindrücken können prominente Inhalte weiter analysiert werden. Die Möglichkeiten der Voyant-Tools sind deutlich umfangreicher, als in dieser kurzen Präsentation gezeigt werden konnte. In den Zusatzmaterialien, weiter unten, ist ein ausführliches Tutorial zu weiteren Möglichkeiten der Voyant-Tools verlinkt.